Ich stelle jetzt mal eine blöde Frage. Was machen diese Blumen da? Machen die irgendwas? Warten die auf irgendwas? Wollen die irgendwas erreichen? Die größte Blüte? Oder ihren Tod? Oder wollen sie möglichst viele Nachkommen zeugen? Oder sehen sie sich jeden Tag nach der Sonne? Oder nehmen sie einfach alles so hin, wie es gerade ist? Wenn man die Blumen anschaut oder Pflanzen anschaut, kann man viel von Pflanzen lernen, von Tieren eigentlich auch. Nicht unbedingt von Haustieren, weil Haustieren schon viel von menschlichem Verstand übernommen haben, aber von Tieren allgemein und vor allem von Pflanzen. Pflanzen sind einfach. Sie wollen nichts, sie trauern nichts nach, sie sind. Und sie nehmen alles so, wie es ist. Sie nehmen das Wetter so, wie es ist, sie nehmen den Tod so, wie es ist, sie nehmen das Leben so, wie es ist. Sie fragen sich auch nicht, welche Zeit ist es eigentlich gerade? Eckhart Tolle hat mal ein schönes Gleichnis gebracht. Er hat gemeint, wenn man eine Blume fragen würde, welche Zeit ist es oder welches Jahr oder wie viel Uhr, dann würde die Blume fragen, Zeit? Was ist Zeit? Es ist doch jetzt, es ist doch immer jetzt. Und es ist eine sehr schöne Metapher, um sein eigenes Leben daran auszurichten. Es ist immer jetzt. Es gibt keine Zukunft, keine Vergangenheit. Das ist eine Illusion des Verstandes. Und man kann sich an Pflanzen und Blumen ein Beispiel nehmen. Sie nehmen das Leben so, wie es ist. Sie nehmen die Natur so, wie es ist. Sie nehmen alles um sie herum so, wie es ist. Ohne Hass, ohne Groll, ohne Ärger, ohne Wut, ohne Schuldzuweisung, ohne Minderwertigkeitsgefühle. Einfach so, wie es ist. Diese Pflanzen, die denken nicht. Die denken sich keine Dinge. Und nur durch diese Dinge, die wir uns erdenken, kommen diese negativen Emotionen in uns hoch. Und die Geschichten und der Hass und der Groll. Und dann mögen vielleicht manche sagen, warum? Denken ist doch das, was uns Menschen ausmacht. Ja, das Denken, das produktive Denken, um was zu entwickeln, Fortschritt zu erreichen, um Probleme zu lösen, um die Natur, die Umwelt zu verstehen. Aber nicht das Denken, das uns in Hass und Groll und Mitleid und Ehrfurcht und also Ehrfurcht vor anderen Menschen, die angeblich höher gestellt sind als wir zum Beispiel oder desgleichen verschlägt. Sondern das Denken, das rationale Denken. Wir sollten unser Gehirn so einsetzen können, wie wir unsere Hand einsetzen, um Dinge zu greifen. Wie wir unsere Füße einsetzen, um uns fortzubewegen. Aber wir setzen unser Gehirn so ein, als wäre unsere Hand eine Zwangszuckung oder eine Zwangsstörung. Als müsste unsere Hand dauernd andere Menschen oder noch viel passender uns selbst schlagen. Wir schlagen uns also durch unser Denkapparat, durch unser Verstand die ganze Zeit selber. Das heißt, unser Verstand ist fast das einzige Körperteil, was dauerhaft krankhaft ist. Natürlich, viele andere Körperteile erkranken auch und das hat genau denselben Grund. Denn wir tun unseren Körper nicht mehr wahrnehmen. Wir sind zu sehr im Verstand und unser Körper sagt dann, hey, ich bin auch noch hier und wird dann krank, damit die Aufmerksamkeit wieder auf den Körper übergeht. Aber unser Verstand ist von vornherein krankhaft in dieser Hinsicht. Und es ist nicht schwer, da rauszukommen. Wir können erkennen, dass er krankhaft ist. Wir können erkennen, dass er da seine Spielchen spielt mit uns. Und wir können uns damit desidentifizieren. Also wir können uns damit quasi von diesem Verstand trennen und ihn benutzen wie eine Hand. Wir können also sagen, hey, du gehörst zwar zu mir, aber du bist nicht ich. Ich bin etwas viel Tieferes, die Quelle, die Essenz. Und durch diesen Körper lebt diese Quelle. Aber es ist nicht so, dass der Körper die Quelle ist oder der Kopf die Quelle ist. Der Körper, der Kopf ist das Vergängliche und die Quelle ist das Unsterbliche sozusagen. Und wer das erkennen, kann der seine Geschichten spinnen, wie er will, da oben der Verstand. Es wird uns nicht mehr unglücklich machen oder nicht mehr so stark unglücklich machen, beziehungsweise wir tun in einen Prozess übergehen, der uns dann quasi immer glücklicher werden lässt oder der uns dann die wahre Freude und die wahre Liebe aus der Quelle heraus spüren lässt, weil der Verstand nichts mehr überlagert. Das dazu. Bis zum nächsten Video. Ciao.